Hallihallo, meine Freunde, es geht direkt weiter im STO-Universum mit dem nächsten großen Eventschiff zum 9. Jubiläumsjahr von Star Trek Online. Konnte man für 1000 Punkte, die man sich erspielt hat, quasi ein ganz besonderes Schiff freischalten für den gesamten Account. Und das ist nichts anderes als die Te'Pau, um die es jetzt gehen soll. Wie ihr schon seht, bin ich hier ganz naturgetreu und natürlich respektvoll zu Vulkan gereist, um das vulkanische Schiff mal kurz vorzustellen. Wir befinden uns hier in der Umlaufbahn von Vulkan und wollen uns mal die Te'Pau näher anschauen. Auch für alle PvP-Fans sei gesagt, dass ich aus zuverlässigen Quellen weiß, dass die Te'Pau auch in PvP, warum auch immer, also ich bin froh, dass es so ist, wohlgemerkt, ist sie eines mit der stärkeren Wissenschaftsschiffe. Überhaupt eines der stärkeren PvP-Schiffe. Warum das so genau ist, da müsst ihr einen PvP-Profi fragen. Ich weiß bloß, dass es so ist, dass sich viele sehr gefreut haben über dieses Schiff, vor allen Dingen im PvP-Bereich, weil es, wie gesagt, a, kostenlos ist, b, halt mit dem Charakter mitlevelt. Eines der ersten Schiffe übrigens überhaupt, die mit dem Charakter mitgelevelt haben. Und demzufolge auch ein sehr gutes Allrounder-Schiff darstellt, im Gegenzug zu ja, dem Standardbrei, den man jetzt beim Aufleveln bekommt. Der ist ja sowieso von vorgestern. Demzufolge, wenn man sich das gute Stück freigespielt hat, was man durchaus machen sollte, und sich entschließt, mal einen neuen Charakter zu starten, kann man dann halt ganz getrost auch bis Level 60 oder bis Level 50, das eigentlich auch theoretisch mit einem Taktiker und mit einem Techniker fliegen. Danach sollte man möglicherweise dann umswitchen auf was anderes. Die dann Wissenschaftler spielen, können dann getrost auf diesem Schiff dann sitzen bleiben. Weil es halt auch mit einem sekundären Deflektor kommt und halt 3 Technik und 5 Wissenschaft und 3 Taktikkonsolen bietet. Die Kombination finde ich persönlich natürlich immer am geilsten bei solchen Scout-Schiffen. So 3-5-3 ist für mich immer so die geilste Variante. Das war bei der Nebula auch schon so. Die Flottenversion hatte dann bloß noch eine Technikkonsole mehr, soweit ich weiß. Aber ja, das Scout-Schiff kommt ganz standardmäßig wie jedes eigentlich Wissenschaftsschiff normal in STO mit einer 3-3-Bewaffnung. Wie gesagt, hier noch einen sekundären Deflektor mit drin. Wobei jetzt hier der falsche Bobcam drin ist, sehe ich gerade. Aber das ist erstmal egal. Die Meisterschaft haben wir. Genauigkeit. Bonus auf Exotik, was sehr gut ist. Dann nochmal 15% auf Crit-Schaden, was auch sehr gut ist. Verstärkte Höhen- und Schildregeneration. Und dann haben wir noch Notfall-Maßnahmen-Team. Sekundärschilde und Buff, wenn der Schild ausfällt. Ja, maximal einmal alle 60 Sekunden auslösbar. Das ist quasi genau derselbe Effekt wie bei dem Solanae-Set, glaube ich, war das. Genau, wenn man das Solanae-Set hatte, hatte man ja auch die sekundären Schilde quasi. Oder auch bei anderen Schiffen und bei der Romulaner-Seite gab es, glaube ich, auch mal noch ein paar Schiffe, die sowas Ähnliches hatten, beziehungsweise Konsolen, die das ausgelöst haben. Also Sekundärschild ist jetzt nichts Neues, hier halt dann bloß als Raumschiffmeistereigenschaft zum Freischalten. Das Schiff kommt mit jener Konsole, abprallende Resonanzfrequenzen, 21,4 Hüllendurchdringung und maximale Hüllenstärke und abprallende Resonanzfrequenzen, was es macht, steht ja da. Und das ist wahrscheinlich auch eines mitunter der Gründe, warum das Schiff dann
doch so häufig im PvP gerne genutzt wird, A, durch die Höhendurchdringer und dann nochmal durch diese Wirft 70% des anvisierten Gegner ausgeteilten Schaden auf diesen zurück mit 50% Schilddurchdringung. Dann gibt es nochmal diese anderen Dinger, die dann halt sich noch mit draufrechnen. Aber ich glaube, solche und andere Konsolen, die man dann noch im PvP einsetzen kann, machen das Schiff natürlich dann zu einer Geheimwaffe, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ist jetzt nicht das stärkste PvP-Schiff, weiß Gott nicht. Aber laut Infos, die ich so bekommen habe, ist es dann halt doch sehr, sehr, sehr gut. Ja, also wir haben ja noch die eigentlich eines der stärksten PvE- und PvP-Schiffe, die Nakul Demosh, den ich schon mal vorgestellt habe, K6, mit der Kampftarnung und mit dieser Konsole, die halt einen 30 Sekunden Immunitätsschaden, also Immunität gegen jeglichen Schaden gibt. Aber es scheint jetzt doch nicht so häufig in Benutzung zu sein, das Schiff, wie die Depau oder andere Wissenschaftsschiffe. Demzufolge ist das schon, gerade weil es halt auch kostenlos zu erspielen ging, halt doch schon ein gutes, solides Schiff. Dazu gesellt sich ein Lieutenant Commander beliebige Spionagestation, ein Lieutenant Commander Universal, habe ich beliebig gesagt? Ja, beliebige Spionage, genau. Ein Lieutenant Commander der Universal, ein Lieutenant der Universal, ein Fähnrich der Universal und ein Commander der Wissenschaft. Reicht völlig aus. Ja. Also, man kann damit eigentlich alles anstellen, was man gerne so hätte. Natürlich ist man jetzt beim Taktiker auf die drei taktischen Konsolen beschränkt. Muss seinen Schaden dann entweder durch Exotik dann verteilen oder durch andere Maßnahmen. Der Techniker wird damit jetzt eher weniger Probleme haben, aber es bleibt und ist halt ein sehr schönes Wissenschaftsschiff, halt durch den sekundären Deflektor. Und der sekundäre Deflektor macht jetzt eigentlich nur beim Wissenschaftler jetzt wirklich 100% den Schaden, den er auch machen soll. Ja, ein sehr gutes Teil. Wie gesagt, zum Aufleveln hervorragend, auch zum späteren Spielverlauf hervorragend. Wir kommen jetzt hier mit meinem Setup auf eine Geschwindigkeit von gestolzen, er hört gar nicht mehr auf, lol, 50, 51, 51,2 bei maximaler Energie auf dem Antrieb. Was schon, und ihr seht es ja, was schon recht geil ist. Muss man mal so sagen. Pflegt sich auch sehr homogen. Beziehungsweise, ja, wie fliegt sich es jetzt eigentlich? Es fliegt sich, ja, klar, wie ein Scoutschiff, logisch. Aber was könnte man das jetzt so vergleichen? Nein, der Interpret tut sich ein bisschen schwerfälliger. Höchstens noch eine Defiant vielleicht. Ja, könnte man sagen, es fliegt sich wie so ein Escortschiff halt. Was es ja im Prinzip eigentlich auch irgendwie auch ist. Aber es ist halt ein Scoutschiff. Aber es fliegt sich halt schon so wie eine Defiant, würde ich sagen. So vom Feeling her. Ja. Sehr agil. Nach oben und nach unten geht. Wesentlich schneller als bei Defiant und bei Sovereign und Co. Aber die sind natürlich dann dementsprechend auch größer und haben andere ja, ist quasi dann was anderes im Prinzip, ne? Aber das Schiff so ist, so wie es ist, ist sehr gut gelungen, muss ich sagen, und sieht mit dem passenden Schilden auch dementsprechend richtig funky aus. Hier haben wir jetzt das Lucari-Schild drauf.
was das Schiff einfach so abartig spacey wirken lässt. Ja, ich feiere das total, muss ich sagen. Ja, auf der Unterseite sieht es aus wie so ein halber Wal, der da mit seinem Kiemen irgendwie zu sehen ist. Ja, es hat halt ein ganz eigenartiges Design unten. Oben und an der Seite gefällt es mir eigentlich so am meisten. Unten wirkt es etwas überladen. Aber es passt. Passt schon. Ist jetzt nicht hässlich oder ist solide. Sagen wir es mal so. Ja. Das passt schon. Ja, und ihr seht, hier auf dem Bild wird es richtig angezeigt und hier, ja, okay, lassen wir das. Es gibt halt noch einige Fehler, die noch ausgebügelt werden müssen. Mal sehen, wann das geschehen soll. Ah ja, für jeden angehenden Wissenschaftler, der mal so Wissenschaft irgendwie ausprobieren will und nicht richtig weiß, welches Schiff er nehmen soll, dann entweder halt die Interpret-Version. Also die Interpret uses Voyager. Die man so jetzt beim Leveln bekommt, oder dann halt auch meinetwegen die T6 oder am besten die Flottenversion. Oder dann halt sowas wie Nebula-Klasse oder halt zum Beispiel sowas hier. Ja. Was ich dann auch noch empfehlen kann, ist sowas. Die Scryer hat eine einfache Tarnvorrichtung, ist auch in der Flottenversion sehr geil zu fliegen. Oder man nimmt halt irgendein anderes Wissenschaftsschiff aus dem Sandstorm. Da gibt es ja genügend Auswahl. Ja, sowas wie Pathfinder, die man aussehen lassen kann wie die Defiant und so weiter. Aber wenn man jetzt kein Geld ausgeben will und wie gesagt das Gerät hier freigespielt hat, dann könnt ihr ruhig bei dem Gerät bleiben. Die natürlich dann im Endgame dann nochmal ein anderes Kaliber haben wollen, die greifen dann auf ein anderes K6-Schiff zurück, was eine deutlich bessere Ausstattung hat, beziehungsweise vielleicht dann auch in viel besseren Trade mitbringt, was dann zum Beispiel auch bei den temporalen Schiffen natürlich der Fall ist, was man ja von der Eternal zum Beispiel sagen kann. Ja, die Eternal wäre dann so das High-End-Niveau, die dann halt ja auch noch Hangarschiffe drin hat und durch die temporalen Konsolen etc. dann dementsprechend auch mehr Schaden verteilt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr solides Schiff, kann man nicht rummeckern, haben so gute Arbeit geleistet, ausnahmsweise mal. Und wie gesagt, ich war total gehypt, dass es endlich mal ein Eventschiff gab, was mit sekundären Deflektor und 5 Wissenschaftskonsolen daherkommt und dann noch diese ganzen Stacks hier unten mit dabei hat. Das ist natürlich Overkill. Also, dass sie sich sowas getraut haben, sowas rauszubringen in der Config, ist natürlich sehr, sehr geil. Muss man denen wirklich mal zugute halten, weil die letzten Schiffe, die so rauskamen, waren halt dann doch so mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Aber das ist hier definitiv 3 Ausrufezeichen wert. Ja, soviel zu dem Schiff. Stay tuned. Und man sieht sich.